ein ziemlich gutes Gehäuse. Ich habe jetzt mal alle Gewinde geprüft. Und da, wo es vielleicht ein bisschen schwergängig ging, bin ich mal vorsichtig mit einem Gewindebohrer durchgegangen, um einfach nur das Gewinde zu reinigen. Das sind ja alles hier M6 Gewinde. Und die sollten natürlich sauber sein und auch leichtgängig sein, damit man das Gehäuse richtig zusammengezogen bekommt. Auch die Gewinde hier oben muss man prüfen. Die können defekt sein. Hier ist jetzt scheinbar ein bisschen Dreck drin, sodass man jetzt den Gewindebohrer vorsichtig ansetzt, damit man jetzt auch nicht beim Nachschneiden das Gewinde zerstört. Einfach mit Fingerspitzengefühl. Das muss jetzt relativ leicht gehen, auf gar keinen Fall ein großer Widerstand haben, denn das ist. Dann ist man in dem vorhandenen Gewinde drin und schneidet das einfach noch mal ein bisschen nach. So, dann wieder raus. Das ist dann ganz leicht gehen. So. Da kann man jetzt davon ausgehen, dass man den Zuganker auch gut eingesetzt bekommt. Worauf schaue ich dann als nächstes? Diese zwei Passungen, die müssen tipptopp sein. Das sind Passungen, die dafür sorgen, dass hier im Getriebe und in der Kurbelwelle die linke und die rechte Hälfte exakt zueinander passen. Und da werden dann solche Passhülsen eingesetzt, wenn man den Motor zusammenbaut. Und die darf jetzt dann nicht einfach einzustecken sein, sondern da muss ein Widerstand da sein, die muss man reinklopfen. Dann schauen wir als nächstes auf die Lagersitze. Das ist ein altes DDR-Lager. Das darf jetzt nicht von alleine da reinpassen. Das darf nur unter Zwang sich einpressen lassen. Ansonsten ist der Lagersitz kaputt. Auch hier, an dieser Seite haben wir auch ein Lager rein. In der linken Hälfte sind zwei Lager zu verbauen. Und auch hier, auf den ersten Versuch scheint das sehr gut zu sein. Dann sind hier noch die zwei Lager für das Getriebe. Auch da versuche ich jetzt einfach mal, die einzulegen. Das passiert bei dieser Motorbauweihe recht häufig, dass sich diese Lagersitze weiten. Das ist das falsche Lager. Und die Lager dann nicht mehr festsitzen. Aber auch hier, ich kann das Lager aufsetzen. Von beiden Seiten probieren. Das Lager lässt sich ansetzen, aber nicht einschieben. So macht das erstmal einen guten Eindruck. Okay, das war die linke Motorhälfte. Der rechte Motorhälfte müssen wir nicht zu viel Gewinde prüfen, weil hier sind ja alles Durchgangslöcher. Und hier die kleinen Gewinde, da stecken jetzt ja noch die Schrauben drin. Die laufen eigentlich ganz gut. Noch ein paar M6 Gewinde für die Lichtmaschine. Nein, das ist für den Deckel. Ist aber in Ordnung. Und hier sind zwei M5 für die Lichtmaschine. Dann nehme ich direkt den Gewindebohrer, weil ich da keine M5 Schraube zur Hand habe. So.
extra Stehbolzengewinde. Die Passungen. Geht fast rein, aber das ist okay, solange sie nicht durchfallen und wackeln. Okay, dann ist wieder der Lagertest. Einwandfrei. Von der Seite geht es ein bisschen rein, aber das ist nicht schlimm, weil hier gehören keine zwei Lager rein, sondern hier ist der Wellendichtring eigentlich zu suchen. Und auch hier lässt sich das Lager nur ansetzen, aber es rutscht sicherlich nicht durch. Okay. Alles in allem macht dieses Motorgehäuse einen sehr, sehr guten Eindruck. Die Tischflächen muss man sich anschauen, die sind hier fast neuwertig. Dieser Motor wurde wahrscheinlich nur ein einziges Mal gespalten. Also jetzt. Die Flächen sind wie neu. Schade, dass ich die breite Motoraufnahme nicht gebrauchen kann. Das ist die breite Motoraufnahme. Man sieht es hier. Die alten Motoren haben hier eine schmälere Aufnahme. Das ist das Gehäuse, das ich bei meiner Motorüberholung gerne weiterverwenden möchte. Ich habe ja auch schon alle Gewinde überprüft und gegebenenfalls etwas nachgeschnitten. Dieses Gehäuse ist deutlich älter als das erste, was wir gerade eben angesehen haben, aber es passt einfach besser zu meinem Moped. Darum möchte ich auch hier nur die kurze Variante machen und euch zeigen, was an dieser Motorhälfte nicht in Ordnung ist. Fangen wir an mit der Passung. Die ist kaputt. Die Passung hinten, die ist in Ordnung, so ein Glück. Gerade noch so. Das heißt, hier muss man jetzt schon ein bisschen aufpassen beim Zusammenbauen. Ich werde es einfach so machen, da die hintere Passung noch in Ordnung ist, werde ich über die hintere Passung und diese geschliffene oder gefräste Fläche des Zylinders die Motorhälften zueinander ausrichten, dann die Schrauben anziehen und hier diese Passung erneuern lassen. Ganz wichtig ist natürlich auch das Thema mit dem Lagern. Das ist bei diesem Motor gut. Auch die Getriebelager. Nicht durch, wie ich schon sagte. Das ist eine Schwachstelle an diesem Motor. Und hier haben wir ein Exemplar, das tatsächlich diese Schwachstelle hat. Das ist nicht so schlimm. Ich werde dieses Lager beziehungsweise das neue Lager an dieser Stelle einkleben. Mein anderer Motor, den ich gerade fahre, der hat dieses Problem an diesem Lagersitz und an diesem Lagersitz. Er läuft trotzdem. Dichtflächen sind hier schon etwas angegriffen. Deutliche Spuren von Trennwerkzeugen. Aber ich habe das mit einer Feile ganz vorsichtig bearbeitet, um wieder eine glatte und dichtende Fläche herzustellen. Da es sich gerade anbietet, möchte ich bei der Gelegenheit mal ganz kurz auf unterschiedliche Baujahre von Motorgehäusen eingehen. Wir sehen hier vorne ein Motorgehäuse von 1974. Und hier hinten ein Motorgehäuse von 1964.
Einfach mal, welche Unterschiede finden wir? Da wäre zunächst einmal die Motoraufnahme hinten, die zwischen 1964 und 1974 breiter geworden ist. Das zweite ist der Entfall der Getriebeentlüftung. Brauchte man gar nicht. Man erkennt hier die Ausformung der Zylinderdichtfläche, hat sich etwas verändert. Hier kam so eine Nase hinzu. Wenn man ganz genau hinschaut, sieht man, dass hier noch ein Gussunterschied zwischen der linken und der rechten Hälfte besteht. Da hier die Schraubenköpfe zur Motorbefestigung durchgehen, hat man hier etwas mehr Material gebraucht und hier hat man weniger Material. 1974 hat man das vereinheitlicht. Das sieht deutlich schöner aus. In dieser Ansicht erkenne ich keine signifikanten Unterschiede. Außer, dass hier für die Auspuffbefestigung zwei Gewinde hinzukamen, die dieser Motor hier von 1964 noch nicht hat. Auch von der linken Seite sieht man nicht wirklich einen großen Unterschied zwischen dem 74er Gehäuse und dem 64er Gehäuse. Man sieht hier, dass eine Kühlrippe reduziert wurde. Dieser Motor hat 4 Kühlrippen. Dieser Motor hier hat 6 Kühlrippen. Jetzt noch ganz kurz was zum Thema Kurbelwellenverschleiß. Die hier ist von 1968, die hier ist von 1974 und die hier ist quasi neu. Wie bewertet man den Verschleiß einer Kurbelwelle? Fangen wir mit der neuen an. Man muss schauen, dass das Pleuellager auf jeden Fall leichtgängig ist. Eigentlich darf es in keiner Position stehen bleiben. Es muss von selbst immer umfallen. Dann ist das Spiel und die Leichtgängigkeit des unteren Pleuellagers auf jeden Fall gewährleistet. Das Problem bei einer neuen Kurbelwelle ist ja nicht der Verschleiß, sondern dass es ordentlich gefertigt wurde. Dann das axiale Spiel habe ich mit 0,3 mm gemessen. Ich glaube, das ist ausreichend. Ich habe auch den Rundlauf der Zapfen prüfen lassen, wie ihr jetzt seht. Das war ein sehr ordentliches Ergebnis mit gerade mal einem Hundertstel Abweichung. Wie prüft man jetzt abschließend das untere Pleuellager? Gibt es den sogenannten Klopftest. Ich nehme das Ganze an der Pleuelstange und klopfe oben drauf und höre auf den Ton. Ein metallischer Klang, kein Klacken. Die zweite Kurbelwelle ist von 1974 und sie ist mittelmäßig lange gefahren worden. Woher weiß ich das? Der Zapfen ist irgendwann abgebrochen, man konnte sie also gar nicht bis zum Ende fahren. Natürlich ist die Kurbelwelle nur noch für den Schrott. Darum machen wir mal den Klopftest mit dieser Welle. Vielleicht ein leichtes Klacken ist zu hören. Darum, die wäre eigentlich noch nicht am Ende gewesen, meiner Meinung nach. Nehmen wir die Kurbelwelle von 1964 und ich glaube, die hat viele Kilometer hinter sich. Wie komme ich drauf? Klackern zeigt, dass hier ganz ordentlich Spiel drin ist.